So, jetzt ist mittlerweile Mittwochabend und wir haben hier wirklich wieder einen genialen Zeltplatz uns herausgesucht. Schön Wildcamp in Norwegen. Da steht die Karre. Und ja, guckt euch das Panorama an. Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, das allerletzte Bier, was wir haben, das kalt zu stellen. Wir haben einen professionellen Grill gebaut. Oh, herrlich, das sieht doch gut aus. Oh, habt ihr das hier? Habt ihr das geklaut hier irgendwo? Was? Geil! Guter Mann, der Sepp. Herrlich hier. Da gibt es gleich schön was für Naschen. Das Fußballtagebuch. Hier ist was faul. Die verkackte Nebelwand. Da hinten hat irgendwo einer einen Kühlschrank offen gelassen. Und da schiebt sich der Nebel über den See. Und wir müssen uns jetzt beeilen beim Pressen. Und wir müssen uns richtig beeilen, weil da kommt auf einmal eine kalte Luft. Du komplett Gänsehaut. Der Wind nimmt zu. Und die Scheiße kriecht hier auf uns zu. Alter, wo kommt das denn her, ey? Eine komplett kalte Wand auf einmal auf uns zu. Mach den Kühlschrank zu da hinten, Junge! Also. So, Videotagebuch. Aus Fehlern lernt man. Oder auch nicht. Letztes Mal hast du uns ganz schön angeschissen mit dem Wetter oben an der Trollzunge. Und da wir nicht aus Fehlern lernen und zu den Gewinnertypen gehören, probieren wir genau dasselbe heute nochmal. Und zwar beim Freigestohlen. Hast du schon gepupst, Martin? Toll. Wir latschen also zum Preikestolen hoch. Die Wanderung ist nicht ganz so lang. Und dort oben werden wir das Zelt. Wir sind noch gut präpariert mit Rucksäcken. Die Beine sind 1A. Also so sehe ich aus. Ich habe auch mal ordentlich was dabei. Nein, nicht zu Vater mehr. Die Beine brennen wie Hölle. Wir wissen noch nicht, wie wir hochkommen sollen, aber das passt schon. So, gleich am Ziel. Nach guter Wanderung und einmal schrotzen. Und wir sind zwar noch nicht ganz da, aber kein Geländer, gar nicht hier. Alle latschen hier lang und da geht's schon mal runter, ey. Der Wahnsinn. Geht's schon mal runter, ey, das ist unglaublich. Hier geht's einfach mal senkrecht runter. Und zwar ganz schön. Hier ist nur Wasser. Scheiße. Ist das toll hier. Junge, Junge. Haben wir sowas schon mal gesehen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was du nicht siehst. Stift drückt. Ist schon spannend, ne? Guck mal, zum Vergleich. Da unten diese rote Stecknadel, das ist ein Kanu. Da sitzt einer drin. Alter.
600 Meter senkrecht runter. Stimmt. Schön am Abend. Auf einmal den Nebelfront drüber schon wieder. Uiuiuiuiui. Jo, Tagebuch Breikestone. Ah, ihr glaubt nicht, was hier los ist, ey. Da unten ist dieser Vorsprung. Und jetzt zieht hier gerade das Wetter rein. Ihr kriegt's live mit. Und hier ist dieser super geile Fjord mit dem türkisen Wasser. Ich sitze hier. Wenn ich dann. Unser Abendprogramm Breikestone. Wir grillen. Wer hätte das gedacht? Wir haben gerade schon leckere Ravioli gefressen. Selbstverständlich nehme ich die Dosen mit. Jetzt gibt es mal lecker Mais und der Martin macht da schon ein paar Brötchen für morgen früh. Und zum Nachtisch, wie wär's mit einem leckeren. Mit einem leckeren Pupo? Ich esse lieber eine Cola. Ich sehe das gerne. Warte, ich krieg auslegen. Ich hab auch gleich noch. Du bist der Einzige in der Runde, Martin. Die sind doch blöd, die Arme. Auf jeden Fall sind wir ganz gut. Da vorne geht 600 Meter bergab. Und hier steht. So, ne. Oben auf dem Breikestone. Und guckt euch das an. Der Himmel ist schon wieder blau. Das Wetter ist toll. Unten liegen noch Wolken, aber das legt sich gerade alles ein bisschen runter. Man sieht eben vom anderen Fjord von der Seite schon wieder die Berge. Aber traumhaft. Dann wird gleich schon wieder am Zeit ab. Und jetzt wird gefrühstückt mit geiler Aussicht. Wahnsinn. Du lässt dich frühstücken, Alter. Get you.